Hallo liebe Reisefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Diane und Frank von Just Lollydays. Mit unserem Wohnmobil der Ella reisen wir gerade durch Spanien. In diesem Video fahren wir zu einem schönen Stellplatz, um die tolle Stadt Ronda zu entdecken, und wir machen es uns gemütlich mit Britta und Peter. Zusammen entdecken wir Ronda mit der spektakulären Brücke über der tiefen Schlucht. Wir sammeln schöne Eindrücke in Ronda und entdecken tolle Ausblicke rund um Ronda herum. Es gibt auch einen Grund zum Feiern und wir erkunden auch die arabischen Bäder. Wir genießen großartige Aussichten, eine schöne Flamenco-Show und besuchen in der Nähe Häuser, die unter den Felsen gebaut wurden. Los geht's! Nach dem Unwetter in den letzten Tagen freuen wir uns nun über sonniges Wetter und fahren zu unserer Verabredung mit Britta und Peter nach Ronda. Die wunderschöne Landschaft und die vielen weißen Dörfer sind auch hier immer wieder schön anzusehen. Ah, Ronda. Wollten wir schon immer hin, ne? Also außen. 29. Da ist er schön daneben, da haben sie freigehalten. Och. Steht da hin. Oh, ich wollte doch Tür an Tür. Der Stellplatz für Wohnmobile ist 2,5 Kilometer von Ronda entfernt und gehört zum Campingplatz, der sich nebenan befindet. Wer auf dem Campingplatz bucht, der kann sich im Sommer auch im schönen Pool erfrischen. Wie sieht das hier denn aus? Was ist hier denn los? Outdoor-Küche? Ja, ich mache ostfriesischen Kartoffelsalat, weil ich habe Britta und Peter heute zum Grillen eingeladen. Dazu gibt es eine Original-Thüringer Bratwurst und ein bisschen eingelegtes Fleisch, ein paar Datteln ummantelt. Und dazu diesen leckeren ostfriesischen Kartoffelsalat. Und der geht so, dass man einfach die Kartoffeln kocht. Dann brät man ein bisschen Speck an, so kleine Speckstücke. Man schneidet Zwiebeln. Man nimmt 10 Eier. Es kommt Gurke rein. Da kommt dann noch ein Apfel rein. Und dann die Mayonnaise. Man würzt das noch ein bisschen mit Pfeffer. Und dann ist es ein perfekter Kartoffelsalat. Also da, das ist so irre. Ja, da freuen wir uns doch. Mega Rezept. Ja, ansonsten, wir sind hier jetzt gerade auf dem Stellplatz, haben uns natürlich entsprechend ausgebreitet, Wäsche gewaschen und alles nochmal aufgeräumt, wie das immer so ist, wenn man die Gelegenheit hat. Das bisschen Haushalt. Ja, wir machen das ja auch zusammen und das ist ja auch eine schöne Sache. Betten sind frisch bezogen, die Felle sind schön im Trockner gewesen und sind ausgepustet worden. Also danach fühle ich mich immer wohl, der erste Abend in einem frischen Bett. Es ist herrlich. So, Scotty ist bereit, Tisch ist hier auch schon gedeckt. Kartoffelsalat. Muy bien. Dann muss ich wieder arbeiten hier. Schlimm, ja. Schlimm. Tzatziki, selbst gemacht. Tzatziki. Bautzener Senf. Gehört grundsätzlich zu Thüringer Bratwurst. Sonst dann habe ich hier einen Karotten-Chili-Salat. Karotten-Chili-Salat. Dann habe ich eingelegtes Honig-Soja-Hähnchen, Datteln und Thüringer Bratwurst. Ja, so. Jetzt geht's mal wieder richtig schlecht, ja. Guten Mittag, Kartoffelsalat. Ja, ich habe heute den ostfriesischen Kartoffelsalat gemacht. Der ist mit Speck, mit Apfeln, mit Zwiebeln, mit Gurken, mit ganz vielen Eiern, mit leckerer Mayonnaise. Und das schmeckt richtig gut, da freuen Britta und Peter sich drauf. Dann habe ich noch einen kleinen Möhrensalat, einen asiatischen gemacht mit Cayennepfeffer und Honig. Dann habe ich noch ein Tzatziki gemacht, wie immer. Das Rezept habe ich schon mal vorgestellt. Und jetzt freuen wir uns gleich auf eine gemütliche Runde. Ja, sehr schön. So, die letzten Thüringer hier auf dem Grill. Aber wir haben guten Anlass. Mit guten Freunden hier grillen. Ja. Ja. Kann man nicht besser machen.
Wir freuen uns schon drauf. Natürlich. Oh, richtig gespannt. Das Wasser schon im Mund zusammen. Ja, genau, ehrlich. Ich kann gar nicht so schnell schlucken, wie das sich bei mir im Mund sammelt. Na, dann geben wir mal Gas hier. Ja. Nochmal einen guten Appetit, ne? Ja. Mm. Na, wie schmeckt da so der Kartoffelsalat? Sehr, sehr lecker. Kann man sich dran gewöhnen. Ja, das geht sich schon ganz so gut, ne? Ja, sehr. Muss ich mir das Rezept ja besorgen, hier, ne? Ja. Sehr lecker. Sehr lecker. Delicious. Kann man nur empfehlen. Ja. Komm vorbei. Oder ja. Sind wir Gott sei Dank schon weg. Super. Genau. Reines Vergnügen, ne? Genau. Zack, unter den Übungen vorher. Und nach dem gemütlichen Tag auf dem Stellplatz geht es nun endlich los in die schöne Stadt Ronda. Ronda liegt auf dem Hochplateau der Serranía de Ronda und ist so für seine schönen Aussichten bekannt. Ronda gehört zu der Hauptattraktion von Andalusien und daher werden auch immer wieder zahlreiche Reisegruppen durch dieses schöne Dorf geführt. Die Stadt wird von der dramatischen Tajo-Schlucht geteilt, durch die der Fluss Guadalhavín fließt. Die berühmte Neue Brücke verbindet die Altstadt und die Neustadt und ist das Wahrzeichen von Ronda. Am Plaza de España haben wir eine schöne Gelegenheit für eine kalte Erfrischung. Hallo. Hallo, mein Baby. Mein Habibi. Ah. Was ist das? Oh. Wie bist du da denn so schnell rausgekommen? Ich habe nichts geschaut. Die Stierkampfarena wurde 1785 erbaut und ist eine der ältesten in Spanien. Ronda gilt als Wiege des Stierkampfes. Der Stierkampf ist zunehmend umstritten in Spanien und findet daher nur noch selten statt. Ein Besuch im Museum in der Arena ist sicherlich auch interessant. Peter, gönn dir ein Eis, das sieht gut aus. Was haben wir denn da? Es ist Schokolade con Kokos. Gut, gut. Was ist das denn für eine Riesenportion? Ja. Großer Mann, großes Eis. Kleine Frau, kleines Eis. Kann das sein, dass du sehr gerne Eis magst? Ja, sehr gerne. Peter, also ich stehe hier bei Peter. Nochmal, Frank, mach das mal weg. Kann man, so. Ich stehe hier mit Peter zusammen von Schöner Leben 3.0. Mhm. Und ich wollte mal wissen, wie finden Sie das in Ronda? Sehr, sehr schön. Ja, genau. Und? Und sind Sie schon mal mit so einem schönen Mikrofon interviewt worden? Nein. Super. Und das schmeckt sogar noch, dieses Mikrofon.
Mit dem leckeren Eis geht es zum nächsten Platz, wo weitere kulinarische Verlockungen auf uns warten. Na, lecker? Ja, wir haben das ja mal letztes Jahr gelernt, Maronen zu essen, weil man da eigentlich immer nur vorbeigeht und denkt, was soll das? Aber die sind erstmal sind sie sehr gesund. Und sie schmecken so ein bisschen nussig, muss man sagen. Also richtig gut. Okay, einen noch für Peter. Herkules und die zwei Löwen sind das Wappenbild von Andalusien und symbolisieren Stärke, Macht und die Verbindung zur antiken Welt. Wurst glaube ich eher nicht. Wurst eher nicht. Schinken könnte ich mir vorstellen. Kühe könnte ich mir vorstellen. Wein kann ich mir immer vorstellen. Das waren jetzt schon mal viele schöne Eindrücke von Ronda. Heute starten wir früh mit den Rädern auf neue Entdeckungstour. An der Stadtmauer vorbei geht es nun zu den arabischen Bädern. Der frühe Vogel fängt den Wurm, der frühe Vogel fängt den Wurm, das fängt der frühe Wurm den Vogel. Wir sind jetzt in Ronda und deshalb freue ich mich so. Ein paar Treppenstufen hinauf gibt es wieder einen schönen Blick auf die Brücke und die Tachoschlucht. Fahrradrouten wählen, so wichtig. Aber warum stehen wir jetzt überhaupt hier? Wir stehen jetzt hier, weil ich das erste Mal im spanischen Amazon bestellt habe und jetzt mein Paket im Musikgeschäft abholen kann. Wie schnell ging das? Oh, das ging rasend schnell. Ich hatte letzte Woche Donnerstag bestellt. Da wurde mir angezeigt, dass das Paket am, was haben wir heute, Montag hier sein würde, zur Abholung bereit. Und es war aber schon einen Tag später zur Abholung bereit. Wie ging das mit der Lieferadresse? Konnte ich mir aussuchen. Es gibt mehrere Amazon-Shops oder Discounter, wo man dann sein Paket abholen kann. Und du hast über Amazon Deutschland oder Amazon Spanien? Nein, Amazon Spanien. Also du musst dein Standort Deutschland in Spanien ändern, dann kannst du noch die Sprache auswählen zwischen Englisch und Spanisch und dann kannst du loslegen. Dann also wenn man irgendwie was braucht, eigentlich alles easy peasy. Ja, da werden dir halt alle Sachen angezeigt, die du hier in Spanien bekommen kannst. Ja. Das ist nicht gleich Deutschland, ist nicht 1:1 und ich habe auch keine Lieferkosten bezahlt. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie mein Paket aussieht. So, ja. Das sehen wir gleich. Peter, was hast du dazu? Shopping geht weiter? So haben wir es. Ja, sicher, war super. Und wir hatten erst eine verkehrte Information gekriegt, dass man nur mit Masterkarte bezahlen kann und nur mit Kreditkarte. Nein, das ist aber nicht mehr so. Man kann ganz einfach Bankeinzug, wie man das vorher auch in Deutschland hat,
mit Bank einzuziehen. Ja, cool. Oh, hat geklappt. Ich hab sie, jawohl. Ja, cool. Super. Ja, so super. Einfach wie das mit Amazon. Ja, toll. Sind ja die schicken Schuhe. Ja, gut. Also schick ist Geschmackssache, aber die haben orthopädisches Fußbett. Das sind keine Crocs. Das sind ganz, ganz weiche, da gehst du wie auf Wolken. Die brauche ich für meine Füße. Und wir haben nur die Hälfte bezahlt hier in Spanien. Die Hälfte? Die Hälfte. Zum Preis von Deutschland. Ja, genau. Wahnsinn. Ja, also wirklich ein Erfolgstag. Brauchen wir doch was schön. Nein, wir, was? Wir haben alles. Man braucht immer was. So, weiter geht es zum nächsten Aussichtspunkt. Und hier geht es ziemlich steil bergab. Latikas! Hintergrundpanorama ist ja wirklich traumhaft, ja. Schon beeindruckend, oder? Das ist hier so schön in Ronda, das ist irre. Und die Brücke, das ist richtig so eine Sehnsuchtsbrücke. Also es ist unglaublich, was eine Menschenhand geschaffen hat. Also wenn man sich das so vorstellt, die ist ja nun auch schon aus dem 14. Jahrhundert, glaube ich, ne? Das ist schon beeindruckend. Und die ganze Landschaft hier und zu, also ein Gedicht. Für den nächsten Aussichtspunkt geht es zu Fuß hinauf. Schon ganz schön beeindruckend hier, oder? Wunderbar. Da habe ich schon lange nicht mehr sowas gesehen, sowas beeindruckend. Herrlich, deswegen oder? Ist das auch zu verstehen, dass hier ein Hotspot ist, Nummer 1 hier in Andalusien, würde ich sagen. Muss man mal gesehen haben. Wirklich ja, wundervoll. Man. Brücke, dazu der Wasserfall. Ja. Genial. Was meinst du? Gar nicht so schlecht hier, ne? Nein, das ist total genial. Hier hast du die beste Aussicht auf die Brücke von dieser Seite mit Wasserfall. Ja. Also, ein Träumchen. Ein Träumchen, ja. Malerisch. Ja, total. Unheimlich schön. Und dazu die Aussicht hier. So, vorsichtig runterfallen. Ja. Nicht ganz, oder? Nee. Step by step, immer so positiv. Nach diesem schönen Ausflug kommt es nun zum nächsten Tagespunkt. Hier wird fünf Uhr. Schau mal rein hier, was machen die fleißigen Mainzelmännchen? Ja du, es soll eigentlich eine Überraschung werden für dich, ne? Ach so, ja, ich habe ja die Augen zu, ich sehe das gerade. Kann ich da mal jetzt mal blind rein? Kriege ich trotzdem alles hin, ne? Ja. Aber ja. Ihr seid fleißig. Wir sind ganz fleißig, extra für dich. Ja, schön. Dann haue ich mich wieder in die Hängematte. Ja, okay. Für später. Nur für liebe Leute getan, das nichts ist irre. Anderes. Ja. Ja, das ist nicht irre. Und ausnahmsweise sogar noch für uns. Ja. Fangen wir mal jetzt mal schön das mit an. Das riecht schon gut. Da ist Knoblauch drin. Ja. Das haben wir schon mal richtig hingekriegt.
Wahnsinn. Weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Man ist ja schon ein bisschen sprachlos hier. Warum bist du sprachlos? Ja, das hat noch keiner von uns gemacht. Ach, quasi nicht mehr. Das sieht alles verdammt gut aus. Die haben euch nicht richtig kennengelernt. Sehr schön gemacht. Ah. Also. Ja, unglaublich. Wirklich unglaublich. Ja, so ein Geburtstag, ne, Frank? Ja. Hast du schön gemacht? Habt ihr schön gemacht? Ja, das freut mich. So. Ja, very nice. Ja. Dann ein Prösterchen, auch noch viele Feste. Auf dich. Auf die nächsten 63. Vielen Dank. Genau. Habibi auf 69. Prost. Happy Birthday, Habibi. Habibi? Happy Birthday. Happy Birthday. Ja, war cool. Cool, oder? Ja. Very, very cool, was Schönerleben 3.0 hier veranstaltet hat. Also, ja. Ich bin hin und weg. Für euch haben Wahnsinn. Wir das sehr gerne gemacht. Wirklich. Sehr gerne. Njam, njam, njam. Mm, das war so lecker. Die Sonne lacht und wir möchten uns heute die arabischen Bäder aus dem 14. Jahrhundert einmal genauer ansehen. Und ich habe das Gefühl gehabt, als wenn ich mit dem Araber in der Badewanne sitze, was ja natürlich unmöglich ist, aber das haben die richtig schön gemacht. Hier liegt denn der Esel? Ach ja, hier liegt der Esel, ne? Richtig. Interessant. Und dann schon gewitzte Technik damals. Hier musste er immer eine Runde laufen. Der Esel musste immer eine Runde laufen. Ja, kann er jetzt ja auch wieder. Immer musste der Esel eine Runde laufen. Und der konnte nicht sagen, ich habe keinen Bock, mach deinen Scheiß alleine. Nein, er musste eine Runde laufen. Schön, wie du es darstellst. Kann man sich jetzt so richtig gut vorstellen. Ja, ist wirklich schön. Der hat jetzt zwei verschiedene Beine. Wenn der immer eine Runde läuft, ist der eins kürzer auf der linken Seite wie das andere. Sonst konnte er dann gar nicht gerade laufen. Steine sind, ne? Und was da für eine Arbeit drin war, das herzustellen und diese Ideen und die Architekten, was sie damals drauf hatten, das verblüfft mich immer wieder. Also das ist irre, irre schön. Ne? Der Almedo de Tajo ist ein schöner Park in Ronda und bietet ebenfalls spektakuläre Aussichten. Da waren wir gestern, ne? Da haben wir gestanden. Da hätten wir auch noch weiterfahren können, guck mal. Ja. Bis da hinten hin, schade, ne? Oder? Was ist da? Hier, da kannst du noch bei dem Haus so lang, da kommst du direkt in die Schlucht. Hm. Hier geht's ja runter. Vale?
So, was haben wir hier Wunderbares? Schoß. Kleines Leckerli zwischendurch. Wollen wir die mal probieren, aber die sind auch richtig hot. So, und dann schön in die heiße Schokolade. Und dann. Lecker? Gut so heiß, ne? Und für den letzten Abend in Ronda gibt es einen sehr schönen Abschluss. Hinter der Herkules-Statue geht es hinein zu einer wunderbaren Flamenco-Show. Ordentlichen Strahl hat und eine gute Temperatur, ne? Ja, duschen ist ja immer so ein Ding. Aber die sind immer gut. Blöd war nur mit der Abwaschstation, dass da kein Warmwasser war. Mit Kaltwasser wasche ich ungern ab. Ganz in der Nähe von Ronda gibt es schon das nächste Ausflugsziel. So, mal gucken, ob hier wirklich irgendwas Spektakuläres ist. Bisher sieht's nicht so aufregend aus hier. Ja, bis jetzt sehe ich nichts. Unser Parkplatz ist etwa 1,5 Kilometer außerhalb und so ist es ein kleiner Spaziergang hinein in dieses besondere Dorf. Das Besondere an Setinil ist die beeindruckende Architektur und die Lage. Viele Häuser sind direkt in den Felsen gebaut und liegen unter riesigen Felsvorsprüngen. Das schafft eine einzigartige Szenerie, in der Gebäude und Natur eng miteinander verschmelzen. Setinil ist ein gutes Ausflugsziel für aufregende Fotos, aber hier ist auch alles sehr schnell gesehen. Aber wenn man schon in Ronda ist, lohnt es sich auf alle Fälle hier vorbeizukommen. Na, Freunde der Sonne? Wir danken euch fürs Zuschauen und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like und abonniert unbedingt unseren Kanal und verfolgt unsere weitere Reise. Wir freuen uns ebenfalls über eure lieben Kommentare. Bleibt fröhlich und gesund und macht euch schöne Lollidays. Wir sehen uns beim nächsten Video. Es lohnt sich und es wird aufregend.